Ich bewirtschafte hier den Landwirtschaftsbetrieb in Villars-sur-Glan mit meinem Onkel zusammen, dem Marius Rüder. Wir haben 95 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und knapp 40 Kühe, Milchkühe. Und unsere grösste Herausforderung ist hier eben in Stadtnähe. Wir sind die einzigen Bauern auf der Gemeinde Villars-sur-Glan. Die Gebäude und landwirtschaftliche Nutzfläche ist grösstenteils von der Bürgergemeinde von Freiburg gepachtet. Wir sind jetzt gerade ein bisschen in der Umstellungsphase von der Winterfütterung in die Sommerfütterung. Wir haben letzte Woche schon angefangen zu weiden. Was eine Kuh frisst, das sind ungefähr 20 Kilo Trockensubstanz pro Tag. Das heisst, Trockensubstanz ist alles außer das Wasser. Also hier sind wir im Milchzimmer. Hier haben wir erstens eine Milchanlage, wo gewaschen kommt und gelagert kommt. Und dann haben wir hier den Milchtank, wo die Milch gelagert kommt über 2 Tage. Die wird hier auf ungefähr zwischen 2 und 5 Grad eingekühlt. Und jeder zweite Tag wird sie dann abgeholt. Das ist genau Industriemilch. Das ist genau Cremo. Das ist Industriemilch. Und da werden verschiedene Milchprodukte hergestellt, außer Käse. In Stadtnähe zu wohnen hat nicht nur Nachteile, es gibt auch Vorteile. Näher zur Bevölkerung. Und durch das sind wir da Automaten eingerichtet, wo die Leute selber Milch kaufen können. Das ist Rohmilch, die man 24 Stunden sich bedienen kann. Man nimmt sein eigenes Gefäß mit und so kann man Milch auffüllen. Ja, eine Kuh gibt ungefähr ein Jahr lang Milch, wenn sie mal gekalbert hat. Und dann sollte sie sollte sie um mich kalbern, also sollte um mich trächtig sein. Und dann gibt es kurz vor der Abkalbung gibt's noch eine Galtzeit, die sie zeitlang nicht gebrauchen kommt. Und es ist nicht Biomilch, hast du gesagt? Das ist IP Suisse. IP Suisse. Das heisst? Es ist die grösste Beschränkung, die wir haben. Wir dürfen kein Sojafutter. Aha. Und die Milch sollte man noch hast du gesagt, aufheizen? So die Milch sollten wir bis auf ungefähr 70 Grad aufwärmen, wie es Rohmilch ist. Ja, okay. Also man kann es aufwärmen und dann wieder kühlen? Sicher.